So langsam rückt er immer näher, der Start von Star Wars The Rise of Skywalker. Mit dem Start der Serie The Mandalorian und dem Release von Star Wars Jedi Fallen Order steigt der Hype noch einmal zusätzlich und ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Bock auf den Film wie ich. Da die Trailer bereits darauf hindeuten, dass das Ende der Trilogie um Rey anscheinend etwas mystischer werden könnte, will ich euch heute mal die Familie von Mortis näher bringen. Denn diese spielt im Star Wars-Universum eine enorm wichtige Rolle, doch dabei ist sie vielen vermutlich noch nicht einmal ein Begriff. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Academy. Ich bin Luke und diese Folge wird euch präsentiert vom Langzeit-Sponsor und Freund dieses Kanals NordVPN. Später gibt es noch mal mehr Details zu einem ganz besonderen Angebot, das es aktuell über meinen Link unten in der Beschreibung gibt. Denn wenn ihr nach diesem Video Lust habt, nochmal alle Folgen Clone Wars, Rebels oder andere Star Wars Filme und Serien und bisher ungesehene Extras zu schauen, dann braucht ihr NordVPN, um auf Disney Plus zugreifen zu können. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Video. Die Familie von Mortis, auch bekannt als The Ones oder die Force Wielder, besteht aus drei für das Star Wars-Universum enorm wichtigen Entitäten: den Vater, die Tochter und den Sohn. Alle drei nehmen verschiedene Rollen ein, die einerseits unterschiedlicher nicht sein könnten und andererseits untrennbar miteinander verbunden sind. Die Tochter repräsentiert die helle Seite der Macht, der Bruder die dunkle und der Vater kümmert sich darum, dass das Gleichgewicht zwischen den beiden gewahrt ist. Die drei leben auf dem mysteriösen Planeten Mortis. Bevor wir also zur Familie selbst kommen, erst einmal ein paar Fakten zu dieser sagenumwobenen Welt. Wo genau Mortis zu finden ist, ja, das weiß niemand so genau. Sagen und Mythen um dieses ätherische Reich beschreiben, dass Mortis außerhalb jedes bekannten Sternensystems und der Galaxie und vielleicht sogar außerhalb des Universums liegt. Und wie soll man dann zu einem Ort kommen, der möglicherweise außerhalb der uns bekannten Welt liegt? Diese Frage beantwortet die Folge Overlords in der Fernsehserie Star Wars The Clone Wars. Anakin wurde in der Folge ein 2000 Jahre altes Jedi-Signal zugespielt, gesendet aus dem Helizium-System. Ich kann das Wort nicht lesen, aber das liegt im Outer Rim. Geschickt wurde es vom Mortis-Monolithen, der ein Portal zum Planeten Mortis darstellt. Taucht dieser irgendwo auf und weiß man, wo er sich befindet, kann die Reise nach Mortis losgehen. Das Erscheinungsbild von Mortis ist so unterschiedlich wie seine Bewohner selbst. Tagsüber gleicht alles einem Traum. Die Oberfläche ist gesäumt von üppigen Feldern, grünen Bergen und atemberaubenden Aussichten. Einen Stern bzw. eine Sonne besitzt der Planet interessanterweise nicht. Dennoch wirkt sich das Tageslicht heilend auf seine Bewohner aus. Sobald jedoch die Nacht auf Mortis hereinbricht, bekommen wir ein völlig anderes Bild. Die Pflanzen verwelken und sterben, Lebewesen verschwinden von der Bildfläche und brühend heißer Regen ergießt sich über die Landschaft. Eine Nacht auf Mortis ohne richtigen Unterschlupf zu verbringen, gleicht dem Versuch, ohne Schutz in die Lavaflüsse von Mustafa zu springen. Seid ihr nicht gerade Anakin und überlebt wie eine Wurst, die zu lange auf dem Grill lag, dann geht ihr schlichtweg drauf. Eine freiwillige Reise nach Mortis ist im Übrigen gar nicht möglich, da der Planet seine Besucher mehr oder weniger zu sich zieht. Die Zeit spielt auf der Welt ebenfalls keine Rolle. Vergehen auf Mortis Tage oder Wochen, verstreichen in den uns bekannten Systemen vielleicht gerade mal ein paar wenige Sekunden. Ganz besonders wichtig für unsere kleine Familie ist der Glaube einiger, dass die Macht ihren Ursprung auf Mortis hat. Nun aber wirklich zur Familie von Mortis. Die aus drei Lebensformen bestehende Familie ist, wie gesagt, auch als The Ones oder die Force Wielder bekannt. Sie sind höchst machtsensitiv und besitzen, auch wenn sie uns zumeist als humanoide Kreaturen gegenübertreten, kein wirklich festes Erscheinungsbild. Durch ihre enorm fortgeschrittene Fähigkeit, die Macht zu nutzen, können sie durch einen bloßen Gedanken ihre Erscheinungsform verändern, wie sie gerade eben lustig sind. Dackel, Paul, ich, der da. Ganz egal, ob Mensch oder Tier, die Tochter und der Sohn wählen zum Beispiel ganz gerne die Form eines Greifen und Gargoyles. Die Tochter und der Sohn sind, oder besser gesagt, waren unsterblich, solange ihr Vater noch am Leben war und dieser konnte wiederum nur mit dem Dolch von Mortis getötet werden. Ist das vielleicht der Dolch, den wir im neuen Trailer sehen, als Rey und Kylo den Altar mit Vaders verkohltem Helm zerstören? Das werden wir dann spätestens im Dezember erfahren. Der Vater der Familie kümmerte sich darum, das Gleichgewicht zwischen seiner Tochter und seinem Sohn zu wahren. Wie gesagt, die beiden sind quasi die Verkörperung der hellen und der dunklen Seite der Macht. Es war seine Entscheidung, die beiden nach Mortis zu bringen, um die Galaxie vor der Macht seiner Kinder zu schützen. Mortis ist gleichermaßen die Heimat der drei, wie auch ein Gefängnis. Als er zur Zeit der Klonkriege spürte, dass der auserwählte aka Anakin gefunden wurde, sandte er das uralte Jedi-Signal aus, um auf Mortis zu prüfen, ob Annie auch wirklich der Auserwählte dieser Prophezeiung sein könnte. Denn im Falle seines Ablebens sollte dieser nämlich seinen Platz einnehmen und für das Gleichgewicht zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht sorgen. In diesem Test nahmen Tochter und Sohn ihre Tierform als Greif und Gargoyle an und entführten Anakins Begleiter, seinen befreundeten Meister Obi-Wan Kenobi
und seine Schülerin Ahsoka Tano. Anakin sollte hier dann entscheiden, wen der beiden er retten würde. Er nutzte die machtverstärkenden Eigenschaften des Planeten und zwang sowohl die Tochter als auch den Sohn, die Gefangenen freizulassen und wieder ihre menschliche Gestalt einzunehmen. Der Vater beglückwünschte Annie zum bestandenen Test und bat ihn darum, seinen Platz einzunehmen, um eben das Gleichgewicht zu halten. Dieser sah jedoch nicht ein, seine Freunde zu verlassen und ein Dasein auf Mortis zu fristen. Er entschied sich trotz der Warnung des Vaters, die Galaxie in Unheil zu stürzen und den Planeten gemeinsam mit Obi-Wan und Ahsoka wieder zu verlassen. Doch damit endete die Geschichte natürlich nicht. Auf dem Weg zu ihrem Schiff laute ihnen, wie könnte es anders sein, der Sohn auf und entführte Anakins Padawan Ahsoka Tano, was uns direkt zum nächsten wichtigen Familienmitglied bringt, denn der Sohn der Familie hat eine ganz besondere Rolle. Zusammen mit Disney Plus kommt ja nun bald auch die letzte Staffel Clone Wars endlich heraus und die Geschichte zwischen Episode 2 und 3 findet ihren Abschluss. International kann man jetzt schon seinen Rewatch der Episoden starten, doch bei uns erscheint Disney Plus erst Ende März. Doch keine Angst, es gibt da eine Lösung. Ihr könnt nämlich über einen VPN eure IP verschlüsseln und somit auch jetzt schon auf Disney Plus zugreifen. Ich mache das tatsächlich aktuell fast täglich, um einige Filme, Serien und Dokumentationen oder eben auch sowas wie die neue Serie The Mandalorian zu schauen, bevor das Internet mit Spoilern geflutet wird. Und wie der Zufall, aka unser Sponsoring Agreement, so will, ist der Sponsor der heutigen Folge eben NordVPN. Für alle, die NordVPN noch nicht kennen oder nicht wissen, was ein VPN ist, erkläre ich nochmal ganz kurz das Konzept dahinter. Gehen wir mal davon aus, ihr wollt eben jetzt gerne schon The Mandalorian, Rebels und Clone Wars auf Disney Plus sehen, aber der Service ist eben nur unter anderem in den Niederlanden verfügbar und in Deutschland nicht nutzbar. Mit einem VPN könnt ihr eure IP in ein beliebiges Land legen, in dem NordVPN-Server zur Verfügung stellt und damit auch auf diese Services zugreifen. So nutze ich beispielsweise einen niederländischen Server, um jeden Freitag The Mandalorian zu schauen ab jetzt. Ein VPN ist die Grundvoraussetzung für Disney Plus aktuell. Die Hürden, wie ihr einen legitimen Account da erhaltet, um eben auch für die tollen Serien etwas zahlen könnt, das könnt ihr danach regeln. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Zweitwohnsitz in Holland hat oder Freunde da und zufälligerweise ein niederländisches Mobile-Banking-Konto, dann geht das. Zusätzlich kommt mit dem VPN aber auch extra Sicherheit, da alle Daten, die ihr sendet und empfangt, durch die sicheren Server von NordVPN geleitet werden und dadurch verschlüsselt und eben nicht abfangbar sind. Dadurch, dass NordVPN auch auf sehr vielen Betriebssystemen und dadurch auch auf Smartphones funktioniert, könnt ihr zusätzlich auch sicherer in öffentlichen Netzwerken surfen, ohne Angst zu haben, dass am Flughafen oder bei Starbucks jemand euren Datenverkehr abfängt. Wenn ihr also Bock auf mehr Sicherheit, Möglichkeiten des Unterhaltungskonsums und Anonymität sogar in China habt, dann geht jetzt über nordvpn.com/nerdfactory auf das exklusive Angebot und holt euch über den Link jetzt sogar 4 Monate umsonst und den 3-Jahres-Plan für den Betrag, der hier eingebildet ist. Das ist ein zeitlich begrenztes Angebot, also schlagt am besten direkt zu. Danke auch nochmal an NordVPN für den Support und das großartige Angebot. Und nun aber zurück zur Familie von Mortis. Der Sohn der Familie von Mortis stellt ja die Verkörperung der dunklen Seite der Macht dar. Ihn deshalb als durch und durch böse darzustellen, ist daher aber ein wenig schwierig. Es ist ja jetzt nicht so, dass er da eine Wahl hätte, sich anders zu verhalten. Sein Handeln entspricht einfach quasi seiner Natur. Angetrieben von der dunklen Seite konnte er sich nicht mit der Autorität und den Einschränkungen seines Vaters abfinden. Er sehnte sich nach mehr Macht und danach in der Galaxie auszubrechen. Genau das versuchten aber Vater und Tochter eben zu verhindern. Als er Anakin kennenlernte, sah er in ihm die Chance, endlich von Mortis zu entkommen. Dementsprechend versuchte er, den jungen Jedi auf die dunkle Seite zu ziehen und hatte damit sogar beinahe Erfolg. Nachdem er es zunächst nicht schaffte, Anakin in einem Traum davon zu überzeugen, sich der dunklen Seite hinzugeben, entführte er Ahsoka Tano, als das Trio Mortis wieder verlassen wollte. Anakin und Obi-Wan folgten dem Sohn, der in seiner Gargoyle-Form davonflog, schafften es allerdings nicht, ihn noch einzuholen. In seiner turmartigen Kathedrale infizierte der Sohn Ahsoka mit der dunklen Seite und ließ sie dort vorerst zurück. Obi-Wan und Anakin trennten sich derweil. Obi-Wan wollte den Vater und die Tochter um Hilfe bitten, während Anakin seinen Padawan retten wollte. Im Kloster von Mortis kam es dann zum Zusammentreffen zwischen Vater und Sohn. Der Vater flehte ihn an, sich nicht der dunklen Seite hinzugeben, worauf dieser ihm prompt mit einem Machtblitz mitten ins Gesicht antwortete. Just in diesem Moment erschien die Tochter und Kenobi am Ort des Geschehens. Der Sohn floh, während die Tochter sich um ihren verletzten Vater kümmerte, bat Obi-Wan sie dann noch um ihre Hilfe gegen den Sohn. Natürlich war sie jetzt auch nicht der größte Fan vom Verhalten ihres Bruders,
verteidigte ihn aber trotzdem. Wie schon erwähnt, entsprach sein Handeln ja eben nur seiner Natur. Auch wollte sie nicht selbst gegen ihn vorgehen, immerhin war er ja ihr Bruder. Sie zeigte dem Jedi-Meister aber eine mächtige Waffe, mit welcher man einen Force-Wielder verletzen, ja sogar töten konnte, den Dolch von Mortis. Mit diesem mächtigen Artefakt sollten die Pläne des Sohnes durchkreuzt werden. Doch, oh Wunder, so einfach war das doch dann doch nicht. Es kam zur Auseinandersetzung zwischen Vater, Tochter, Sohn, Anakin, Obi-Wan und Ahsoka. Diese stand ja immer noch unter dem Einfluss der dunklen Seite der Macht. Als Obi-Wan Anakin den Dolch übergeben wollte, funkte Ahsoka getrieben vom Einfluss der dunklen Seite dazwischen. Sie entriss ihm diese mächtige Waffe und überreichte sie dem Sohn. Dieser bedankte sich bei ihr und brachte sie dann um. Sie hat ihren Dienst erfüllt und war fortan nicht mehr von Nutzen für ihn. Der Sohn stand also ganz kurz vor der Erfüllung seiner Ziele. Mit dem Dolch von Mortis konnte er seinen Vater töten und so endlich seiner Autorität entfliehen. Offenbar hielt er sich für mächtig genug, dass er durch den Tod des Vaters auch die eigene Sterblichkeit in Kauf nahm. Ihr erinnert euch, denn solange der Vater lebte, waren auch Tochter und Sohn unsterblich. Danach, bevor wir nun aber die verwobene Geschichte der drei fortführen, lasst uns vorher nochmal einen Blick die Tochter werden. Denn wie die anderen beiden Force-Wielder besaß auch sie eine einzigartige Verbindung zur Macht. Im Gegensatz zu ihrem Bruder stellte sie die Verkörperung der Heldenseite der Macht dar. Und auch in der Entscheidung des Vaters, dass Anakin seinen Platz einnehmen sollte, stand sie ihrem Bruder gegenüber. Der war davon ja ganz und gar nicht begeistert und wollte raus in die Galaxie und Unheil stiften. Sie unterstützte den Entschluss ihres Vaters hingegen. Sie verkörperte Ruhe, Liebe, Selbstlosigkeit, diesen ganzen Jedi-Quatsch. Kommen wir also zurück zur Auseinandersetzung der Familie. Der Sohn hielt also den Dolch von Mortis in seinen Händen, bereit, seinen Vater zu ermorden. Doch seine Schwester, die ließ das nicht zu. Bevor ihr Bruder den tödlichen Stoß ausführen konnte, warf sie sich dazwischen und gab dafür ihr eigenes Leben auf. Verstört und erschrocken, seine Schwester getötet zu haben, floh der Sohn vom Ort des Geschehens. Und in ihren letzten Atemzügen zeigte sie noch einmal, wozu sie durch die helle Seite der Macht fähig war. Sie gab Ahsoka Tano ihr Leben zurück und befreite sie vom Einfluss der dunklen Seite. Und dann starb sie an Ort und Stelle. Der Vater versank in Trauer über den Tod seiner Tochter. Dunkelheit breitete sich über Mortis aus. Gemeinsam mit dem Dolch von Mortis setzte er seine Tochter in der Krypta bei. Der Sohn war für den ersten Moment zwar erschrocken über seine Tat, hatte aber bereits ein neues Ziel, den Auserwählten korrumpieren und ihn dazu nutzen, in die Galaxis auszubrechen. Tief im Inneren des Planeten, an der sogenannten Quelle der dunklen Seite, stieß Anakin auf den Sohn. An diesem durch und durch dunklen Ort sah Anakin einige Visionen seiner Zukunft. Der Tod von Padme, die Auslöschung des Jedi-Ordens, der Aufstieg des galaktischen Imperiums und seine eigene Verwandlung zu Darth Vader. Angst stieg in Anakin auf. Der Sohn wusste, diesen Moment der Schwäche für sich zu nutzen und versprach Anakin, diese Zukunft gemeinsam mit der dunklen Seite verhindern zu können. Also Anakin fällt quasi auf den gleichen Trick zweimal rein in der Star Wars Universum. Anakin schloss sich ihm und der dunklen Seite an. Als Obi-Wan und Tano davon erfuhren, sabotierte Tano das Raumschiff, um zu verhindern, dass der Sohn und Anakin gemeinsam vor Mortis fliehen konnten. Der Sohn begab sich unterdessen in die Krypta seiner Schwester. Er befürchtete, dass Kenobi und Tano sich mit seinem Vater zusammentun könnten und stahl daher den Dolch von Mortis aus diesem Grab. Und während der Sohn mit dem Diebstahl des Dolches beschäftigt war, konnte der Vater Anakin einerseits von den Erinnerungen an die eigene Zukunft und andererseits vom Einfluss der dunklen Seite befreien. Und er hatte keine Ahnung mehr, dass er irgendwann mal alle Kinder im Jedi-Orden abschlachtet. Im Kloster kam es dann zum Showdown zwischen dem Sohn, seinem Vater und den drei Jedi. Da der Sohn sich als zu mächtig für seine vier Widersacher herausstellte, opferte sich der Vater in einem Akt der Selbstlosigkeit. Er stach sich selbst mit dem Dolch von Mortis und raubte so seinem Sohn die Unsterblichkeit. Schockiert über diese Tat bemerkte der Sohn nicht, wie Anakin sich ihm näherte und seine Existenz durch einen gezielten Stoß mit dem Lichtschwert ein Ende bereitete. Und das Gleichgewicht der Macht war somit zumindest auf Mortis wiederhergestellt. Es scheint, als hätte Anakin bereits hier seine Aufgabe als Auserwählter erfüllt. Wie es dann aber später weiterging, naja, das wissen wir ja alle. In seinen letzten Atemzügen prophezeite der Vater, dass Anakin auch das Gleichgewicht in der restlichen Galaxis irgendwann wiederherstellen würde und wahrlich der Auserwählte ist. In einem gleißenden Licht löste sich der Körper des Vaters auf und Mortis verschwand. Unsere drei Freunde wurden wieder zurück in die uns bekannte Welt gebracht. Und wie wir ja alle wissen, erfüllten sich im weiteren Verlauf allerdings auch die Visionen, die Anakin an der Quelle der dunklen Seite empfangen hatte. Der Jedi-Orden wurde ausgelöscht, Anakin wurde zu Vader, das galaktische Imperium erhob sich und herrschte mit eiserner Hand. Doch auch die Prophezeiung des Vaters sollte sich am Ende noch erfüllen, als Anakin sein eigenes Leben opferte, um den Imperator zu
töten und seinen eigenen Sohn zu retten. Die Anführungszeichen war, weil er ja in Episode 9 anscheinend wieder da ist. Aber das wäre es soweit von meiner Seite zur Geschichte über The Ones. Was denkt ihr denn? Handelt es sich im neuen Trailer zu The Rise of Skywalker vielleicht wirklich um den Dolch von Mortis? Und wenn ja, wie und warum ist er dann in Reys Hände geraten und was machen die damit? Schreibt mir doch eure Vermutung dazu gerne mal unten in die Kommentare. Links und rechts findet ihr noch zwei weitere Videos. In der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren. Lasst gerne ein Abo da, das wäre toll. Und bis zum nächsten Mal. Rinjahn.